Beeren und Früchte sind, wenn sie denn giftig wirken, gewöhnlich gefährlicher für Kinder und zum Beispiel für junge Hunde als Blüten oder Blätter der gleichen Pflanze. Dies liegt natürlich nicht daran, dass die Früchte grundsätzlich mehr Giftstoffe enthalten als andere Pflanzenteile, sondern dass sie einfach verlockender sind und häufig mit essbaren Früchten verwechselt werden können. Dieser Film gibt euch einen Überblick über die häufigsten giftigen Beeren und Früchte, aber ich zeige auch viele harmlose Pflanzen, weil es natürlich notwendig ist, auch diese Pflanzen kennenzulernen, um dann vielleicht sicher zu sein, dass man eben nichts Giftiges im Garten hat. Unsere Früchtemischung ist bunt gemixt, mal was Giftiges, mal was Ungiftiges. Allerdings habe ich auf gängige Obstsorten verzichtet, weil die ja allgemein bekannt sein dürften. Fangen wir an mit dem Hartriegel. Hartriegel wächst gewöhnlich als Strauch und dieses hier ist der weiße Hartriegel, benannt nach seinen weißen Früchten. Im Prinzip gelten die Hartriegelarten als ungiftig. Es könnte höchstens mal sein, dass Kinder, wenn sie davon essen, etwas Durchfall bekommen. Eine interessante Fruchtform hat der chinesische Blumenhartriegel. Sehr verbreitet ist der rote Hartriegel. Den Vornamen Rot trägt er wegen der roten Blätter im Herbst. Ebenso wie der rote Hartriegel ist der Feuerdorn sehr verbreitet. Nur wenn wirklich viele Beeren gegessen werden, könnte es zu Durchfällen kommen. Giftig ist die rote Heckenkirsche. Allerdings treten Vergiftungssymptome erst nach der Aufnahme von mehr als 2 Beeren auf und eine stärkere Vergiftung ist eigentlich nicht zu erwarten, weil die Beeren doch recht bitter schmecken. Recht häufig und ebenfalls giftig ist der gemeine Liguster. Vergiftungserscheinungen treten wohl aber erst ab 10 Beeren auf. Detailliertere Informationen zu allen Pflanzen gibt es übrigens auf botanicus.de. Vollkommen unbedenklich und sogar gesund sind die Hagebutten, denn sie enthalten viel Vitamin C. Als Hagebutten werden die Früchte von Rosen bezeichnet. Kornelkirschen aß man früher als Wildobst, allerdings schmecken sie etwas mehlig. In unreifem Zustand sind sie rot. Den Stechapfel findet man häufig auf Ödland, auf Schutt oder an Wegen und er ist tödlich giftig. Bereits 15 bis 20 Samen könnten ein Kind töten. Die Tollkirsche gehört, wie auch der Stechapfel, zu den klassischen Hexendrogen. Gerade mal 3 bis 5 der Beeren können ein Kind töten und 10 bis 20 Beeren einen Erwachsenen. Und das Fatale, sie schmecken auch noch gut. Hier seht ihr den tödlich giftigen Seidelbast. Fast ein Drittel aller Seidelbastvergiftungen verlaufen tödlich und da reichen bei Kindern schon 10 bis 12 Beeren aus. Ähnlich hier der Alpenseidelbast. Ungiftig sind die aus Japan, China und Korea stammenden Zierquitten. Die Walderdbeere ist verwandt mit unserer Gartenerdbeere und natürlich essbar. Der Name Erdbeere rührt übrigens daher, weil die Früchte nahe der Erde wachsen. In Laub- und Laubmischwäldern kann man die giftige Einbeere finden. In der Nähe finden wir das ährige Christophskraut. Seine Beeren können unter anderem Durchfall und Magen- und Darmbeschwerden hervorrufen.
Ungefährlich hingegen ist die Preiselbeere. Preiselbeerkompott isst man gerne zu Wildgerichten. Nein, das ist nicht die Heidelbeere, sondern die Rauschbeere. Sie gilt als leichte Giftpflanze und ihr Fruchtfleisch ist innen hell. Wilde Heidelbeeren haben blaues Fruchtfleisch und auch blauen Saft. Bei Kulturheidelbeeren kann das Fruchtfleisch allerdings auch hell sein. Insbesondere Kinder könnten die Beeren der Weißwurz mit Heidelbeeren verwechseln. Das Ergebnis wäre unter Umständen Erbrechen, Durchfall und Schwindelgefühl. Eine Vergiftung mit den süß schmeckenden Beeren des Aaronstabs ist nicht ganz so harmlos. Es kommt zu Brennen im Rachen und auf der Zunge, Schleimhäute und Lippenschwellen an, unregelmäßiger Herzschlag ist auch möglich. Aaronstab und Weißwurz sind übrigens typische Waldpflanzen. Eine Kletterpflanze ist das Waldgeißblatt. Die Beeren sind leicht giftig. Eine ihrer Verwandten ist das Gartengeißblatt und ebenfalls leicht giftig. Kermesbeeren sind nicht so häufig zu finden und wenn, wachsen sie als Zierpflanzen in Gärten. Sie gelten als leicht giftig. Ungiftig hingegen ist der Weißdorn. Er wächst als Strauch, ist weit verbreitet und hilft unter anderem bei Herzkrankheiten. Auch die Schlehe ist weit verbreitet. Sie ist ungiftig, allerdings schmecken ihre Früchte ziemlich sauer und herb. Die Blutpflaume findet man häufig in Gärten. Das Fruchtfleisch ist ungiftig, allerdings enthalten die Samen Blausäureglykoside und sind somit giftig. Die deutsche Mispel. Früher kochte man aus ihr Marmelade, Mousse und Gelee. Eine unter Umständen tödlich giftige Pflanze ist das Pfaffenhütchen. Insbesondere Kinder sind gefährdet, wenn sie die verlockend aussehenden roten Früchte essen. Die ersten Anzeichen einer Vergiftung zeigen sich nach etwa 15 Stunden. Es kommt zu Übelkeit, Reizungen von Magen und Darm, blutigem Durchfall, Kreislaufstörungen und Krämpfen. Als tödliche Dosis gelten 30 bis 40 Früchte. Heruntergefallen sind sie auch für junge Hunde gefährlich. Ebenfalls tödlich giftig ist die Eibe. Erste Vergiftungsanzeichen beginnen schon nach einer Stunde und eine halbe Stunde später kann schon der Tod durch Herzstillstand eintreten. Ungiftig ist übrigens der rote Fruchtmantel, aber nicht so der Same, der darin steckt. Pferde können übrigens sterben, wenn sie nur 150 Gramm der Nadeln gefressen haben. Ebenfalls rot sind die Brombeeren, aber natürlich nur in unreifem Zustand. Im reifen Zustand sind sie schwarz und, das wissen wir alle, essbar. Natürlich ebenfalls essbar ist die Himbeere. Die Moosbeere ist ein typischer Moorbewohner, recht selten und ungiftig. Die Krähenbeere isst man in Skandinavien und Grönland als Obst und als Kompott. Schauen wir uns jetzt einige Bäume an. Ein Apfel. Aber nicht unser Hausapfel, sondern ein Zierapfel. Eng mit dem Hausapfel verwandt und ungiftig. In den Früchten des Vogelbeerbaums oder Eberesche findet sich Parasorbinsäure. Aber nur wenn wirklich sehr große Mengen gegessen werden, kann es zu Schleimhautreizungen, Erbrechen und Durchfall kommen. Ist aber nicht von auszugehen, da die Früchte nicht besonders gut schmecken. Kocht man die Früchte zu Marmelade, neutralisiert sich der Wirkstoff.
Verwandt mit dem Vogelbeerbaum ist die Mehlbeere. Ihre Früchte sind ungiftig. Grüne, unreife Eicheln, aber auch die Rinde und das Laub sind stark giftig für Pferde und auch für Rinder. Allerdings nicht für Menschen. Auch die Buche zählt, was manche wundern wird, zu den Giftpflanzen. Die Giftstoffe finden sich in den Früchten, nämlich in den Bucheckern. Nur bei sehr empfindlichen Personen kann es zu Magenbeschwerden kommen. Allerdings sind 300 bis 1000 Gramm der Bucheckern in der Lage, ein Pferd zu töten. Die unreifen Samen und die grüne Schale der Rosskastanie enthält Saponine. Vor allem Kinder sind gefährdet, wenn sie von gesammelten Kastanien essen. Vor allem dann, wenn sie es zum wiederholten Male tun. Anfänglich kommt es nur zu harmlosen Reizungen von Magen und Darm. Im Wiederholungsfalle entzünden sich Magen- und Darmschleimhäute. Es kommt auch zu Durchfällen und Erbrechen. Rosskastanie ist auch giftig für Hunde und Katzen, für Hasen und Kaninchen, aber vor allem für Pferde. Sie könnten unter Umständen daran sterben. Hochgesund dagegen ist die Apfelbeere. Aus den Beeren wird Saft gepresst, der sogenannte Aronia-Saft. Der enthält große Mengen an sekundären Pflanzenstoffen, unter anderem Polyphenole, die einen hervorragenden Schutz gegen freie Radikale bilden. Auch soll der Saft vor vorzeitiger Zellalterung schützen und wäre somit neudeutsch ein Anti-Aging-Getränk. Ebenfalls hochgesund ist der Sanddorn. Er enthält sehr viel Vitamin C und sekundäre Pflanzenstoffe. Und da wir nun schon bei den gesunden Sachen sind, zeige ich euch jetzt vier Beeren der Gattung Ribes. Sie alle haben einen hohen Anteil an Vitaminen, vor allem Vitamin C, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Hier die rote Johannisbeere. Die weiße Johannisbeere ist keine eigene Pflanzenart, sondern eine Züchtung der roten. Schwarze Johannisbeeren zeigen positive Wirkung bei Rheuma und Gicht, da sie wassertreibend sind. Schmerzattacken werden nach kurmäßigem Einsatz reduziert. Stachelbeeren sind reich an Silizium und somit gut für das Bindegewebe. Ferner werden ihr noch folgende Eigenschaften zugeschrieben: entgiftend für Schwermetalle, darmreinigend, entwässernd und haarwuchsfördernd. Traubenkirschen wachsen als Sträucher oder als kleine Bäume. Dieses hier ist die gewöhnliche Traubenkirsche. Und hier die spätblühende Traubenkirsche. Traubenkirschen sind ungiftig, allerdings enthalten die Samen Blausäure. Die unreifen Früchte sind rot. Und hier die gewöhnliche Berberitze. Der Strauch ist giftig, nicht so die Früchte. Die werden sogar als Trockenfrüchte verkauft. Das gilt allerdings nicht für andere Berberitzenarten, deren Früchte sind giftig. So wie hier bei Thunbergs Berberitze und Julianes Berberitze. Wir machen einen Zeitsprung, etwa ein halbes Jahr zurück, und finden die Efeubeeren. Diese reifen über den Winter heran und sind ziemlich giftig. Stark giftig sind auch die Früchte des Maiglöckchens. Allerdings werden die Giftstoffe vom Körper zum Glück schlecht aufgenommen. Der gemeine Schneeball. Blätter, Rinde und unreife Früchte sind giftig, jedoch nicht mehr die reifen. Eine verwandte Art ist der wollige Schneeball und der immergrüne Schneeball. Hochgiftig sind die Samen des Rizinus. Die Samen stecken in den roten, stacheligen Kapseln.
erschwerend hinzukommt, dass die Samen auch noch gut schmecken. Die Wirkung des Giftes ist abhängig vom Zerkauen der Samen und die Symptome einer Vergiftung werden erstmal Brennen im Mund und Rachen, Übelkeit, Erbrechen, Entzündung von Magen und Darm, blutige Durchfälle, Krämpfe und der Tod kann auch eintreten. Ebenfalls giftig, wenn auch bei weitem nicht so stark, ist die Stechpalme oder Ilex. Zu ersten Vergiftungssymptomen kann es schon nach der Aufnahme von 2 Beeren kommen. Verwandt mit Kartoffeln, mit Tomaten, aber auch mit Paprika ist der Nachtschatten, hier der Bittersüße. Die Beeren reifen von grün nach rot. Und beim schwarzen Nachtschatten reifen sie von grün nach schwarz. Der Giftstoff heißt Solanin und ist vor allem in den grünen, unreifen Samen zu finden. 6 bis 8 Samen lösen die ersten Vergiftungserscheinungen aus. Baumhasel wächst als kleiner Straßenbaum. Und ist eng verwandt mit der Haselnuss. Beide sind natürlich ungiftig. Dies ist der Walnussbaum und Walnüsse sind ausgesprochen gesund. Im Mittelalter nahm man an, dass die Walnuss Krankheiten des Gehirns heilen könne, ging man doch von der damals gültigen Signaturenlehre davon aus, dass eine Pflanze bzw. Teile durch Form und Farbe anzeigt, für welche Krankheiten wir Menschen sie nutzen können. Schaut man sich einen Walnusskern an, so ist dieser einem menschlichen Gehirn doch recht ähnlich. Und so weit hergeholt scheint die Signaturenlehre nicht zu sein, denn Walnüsse sind in der Tat eine ausgezeichnete Gehirn- und Nervennahrung. Die Esskastanie. Kastanien oder Maronen sind Spezialitäten, mit denen man gerne mal die Weihnachtsgans füllt. Einer unserer bekanntesten Beerensträucher ist der schwarze Holunder. Was nicht so bekannt ist, die unreifen, grünen Beeren können teilweise schwere Durchfälle verursachen. Und eine ähnliche Wirkung hat der Traubenholunder. Eine in Gärten und Parkanlagen weit verbreitete Giftpflanze ist der Kirschlorbeer. Giftig sind die Blätter und der Samenkern. Das Fruchtfleisch ist ungiftig. Wird der Samenkern nur verschluckt, besteht keine Gefahr. Bei Pferden, die das Laub gefressen haben, hat es Todesfälle gegeben. Als leicht giftig ist die Schneebeere oder Knallerbsenstrauch einzustufen. Die Beeren können Schleimhautreizungen, Erbrechen, Magenschmerzen und Durchfall auslösen. Allerdings gilt die Menge von 3 bis 4 Beeren als ungefährlich. Ähnliche Symptome treten bei der Korallenbeere auf. Die Korallenbeere ist eine enge Verwandte der Schneebeere und beide Sträucher sind weit verbreitet. Ebenfalls häufig findet man die Mahonie. Sie wächst vorwiegend in Parks und Gärten. Eigentlich kann man sie als ungiftig einstufen. Höchstens ganz kleine Kinder könnten Magenschmerzen oder Durchfälle bekommen, wenn sie von den Beeren essen. Die Lampignonsblume ist im Prinzip als ungefährlich einzustufen. Im Inneren des Kelches reift die orange Beere heran. Die Zwergmispel findet man häufig. Sie wächst als Strauch und auch als kleiner Baum. Nach Aufnahme von 10 bis 20 Beeren kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Ebenfalls nur leicht giftig ist der wilde Wein.
Er gehört übrigens nicht zu der gleichen Gattung wie die essbaren Weintrauben. Verwandt mit dem Weißdorn ist der Hahnendorn. Hahnendorn ist ungiftig. Auch die echte Felsenbirne gilt als ungiftig. Einzig die Beeren könnten bei Hundewelpen Magenbeschwerden auslösen. Das Wandelröschen stammt aus dem tropischen Südamerika und wächst bei uns als Zierpflanze in Gärten und auf Balkonen. Gefährlich sind die unreifen, aber auch die reifen Beeren. Fasst man sie an, kann es durch Licht zu Entzündungen auf der Haut kommen. Dies nennt man phototoxische Wirkung. Innerlich aufgenommen wird unter anderem die Leber geschädigt. Sehr stark giftig ist die Feuerbohne, aber auch unsere Gartenbohne, so sie denn roh gegessen wird. Es kommt zu starken Verdauungsstörungen, zu Krämpfen, blutigen Magen- und Darmentzündungen und auch zum Kollaps. Die Feuerbohne ist vermutlich giftiger als die Gartenbohne. Diese Gartenpflanze heißt Skimmie. Sie stammt aus Südostasien und dem Himalaya und ist nicht giftig. Die Scheinkerje kommt aus China und wächst bei uns in Gärten. Über eine Giftwirkung ist nichts bekannt. Das gleiche gilt für diese Pflanze, den Baumwürger. Er wächst als Zierkletterpflanze in Gärten. Die letzte Pflanze, die wir uns ansehen wollen, heißt Repunbeere, Scheinbeere und auch amerikanisches Wintergrün. Sie wächst in Gärten und ist leicht giftig.